Bei herrlichem Wetter finden am Salzburgring die letzten Läufe des heurigen Histocups, der erfolgreichsten und international besetzten österreichischen Rundstreckenrennserie, statt. Ja, unsere Saison ist wirklich super gut verlaufen. Der Histocup hat sich auch heuer wieder prächtig entwickelt. Wir haben von Rennen 1 weg gute Starterzahlen. Jetzt beim Finale am Salzburgring über 200 Autos am Start. So stellt man sich das Saisonfinale vor. Die Piloten verteilen sich auf insgesamt 11 Rennserien, die teilweise in einem gemeinsamen Rennen gleichzeitig fahren, jedoch immer extra gewertet werden. Bei der Rennserie des Histocup Anhang K hat der Oberösterreicher Wolfgang Schachinger mit seiner rund 500 PS starken Corvette C3 die besten Chancen, sich die goldene Ananas für den Gesamtsieg zu holen. Gemeinsam ins Rennen mit den Teilnehmern des Porsche Classic Cup gehen die echt historischen Rennboliden Anhang K mit einem Mindestalter von 34 Jahren und das gesamte bunte markenvielfältige Teilnehmerfeld. Wolfgang Schachinger ist als Gesamtsechster gestartet, er fährt ein solides Rennen, fährt auch als Sechster durchs Ziel und gewinnt die Klasse Anhang K über 5000 Kubikzentimeter. Er sammelt damit die meisten Punkte aller Anhang K-Piloten, wodurch er auch die goldene Ananas gewinnt. Endlich ist es vollbracht. Ich habe vor meinem 70. Geburtstag die goldene Ananas. Das ist, was ich 10 Jahre versucht habe zu kriegen, aber nie Zeit gehabt habe. Aber heuer ist mir endlich gelungen. Reibungslos gelungen, ohne Kollisionen, ist auch der fliegende Start der BMW 325 Rennserie, bei der das Teilnehmerfeld aus nicht weniger als 17 gleichwertigen BMW 325 E30 Renntourenwagen besteht, mit jeweils ca. 220 PS. Insgesamt 13 Runden haben die Fahrer am Salzburgring zurückzulegen. Nach 2 Runden heißt die Reihung Kevin Schweigner vor Luca Rettenbacher, Georg Schneider und Tobias Fischer. Kevin Schweigner gibt die Führung nicht mehr ab und gewinnt mit Respektabstand. Spannend bis zum Schluss bleibt der Kampf um Platz 2 zwischen Rettenbacher und Schneider, wobei Schneider sich beim Überholversuch hier in der Zielkurve dreht, er versinkt aber nicht im Kiesbett, verliert nur einen Platz und belegt noch Platz 4 hinter Kevin Schweigner, Luca Rettenbacher und Tobias Fischer. Ich bin der Kevin Schweigner, komme von Dolgau, also 3 Minuten weg von da. Und das Rennen heute, das war grandios. Also ich bin gleich in der ersten Runde in die Führung gegangen und habe nachher gut halten können, habe mich sogar ein wenig distanzieren können vom Gegner und habe nachher gewonnen. Also überglücklich, das ist so super Wochenende gewesen. Patrick Weiß, ebenfalls aus Thalgau, muss nicht mehr das letzte Risiko nehmen. Er steht schon vor dem Rennen als Gesamtsieger fest und belegt beim Finale Rang 6. Also ich bin super happy, dass ich die Meisterschaft heuer nochmal für mich sichern können habe. Habe ich letztes Jahr schon geschafft. Heuer natürlich wieder mit harter Arbeit, hat sich alles ausgezahlt, mit der Unterstützung von meinen Eltern, von meinem Vater. Übrigens, Vater Gerhard Weiß, hier im Roller, gewinnt die Gesamtwertung der über 50-jährigen Piloten. Alle weiteren 9 Gesamtsieger der einzelnen Rennserien findet man auf www.histocup.com und Organisator David Steffni gibt uns noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison. Bezüglich nächstes Jahr kann man schon sagen, wir haben auf jeden Fall wieder 7 Rennwochenenden am Start, vielleicht auch ein 8. und voraussichtlich fahren wir wieder 2-mal in Österreich.